Guten Morgen! Ja, heute ist Tag 1, also Tag komplett 1. Und heute Morgen war ich erstmal direkt nach dem Aufstehen, also ich habe erstmal super gut ausgeschlafen. Dann war ich direkt nach dem Aufstehen einkaufen in so einem Supermarkt hier oder in irgendeinem Markt halt. An sich war das die Auswahl so eigentlich so, wie man es kennt, also jetzt nicht so super krass anders wie jetzt in Deutschland. Also war ja ganz normales Einkaufen mit den wesentlichsten Sachen. Muss natürlich erstmal gucken, was ich überhaupt will oder brauche. Hab mir halt fürs Frühstück und zwischendurch noch was geholt. Auf jeden Fall war ein Kaffee dabei und ganz viel zu trinken, beziehungsweise überhaupt was zu trinken. Weil gerade jetzt merke ich, wieder viel Wasser trinken ist super wichtig. Genau, dann habe ich erstmal hier draußen, ich kann es dir mal kurz ein bisschen zeigen, hier auf meinem Balkon mit einer wunderschönen Aussicht, einer sommerlich schönen Aussicht, erstmal gefrühstückt. Ich habe mir super viel Zeit gelassen, ganz gemütlich gefrühstückt und einfach da gesessen, so ein bisschen über das ganze Jahr nachgedacht und ja, einfach genossen, runtergefahren, gechillt. Und jetzt habe ich mich fertig gemacht, gut eingecremt. Ich habe auch eine Sonnencreme gekauft, weil das wird jetzt super wichtig, dass ich mich viel eincreme. Ja, ein bisschen weiß alles noch, aber ja, ich schwitze auch brutal. Und mein Plan heute ist, ich gehe an so ein Fahrradverleih, leih mir ein Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad, wie oft will ich eigentlich Fahrrad noch sagen, und fahre dann mit dem eben um den Salzsee. Follow me along on this day. Ich bin hier nur gerade so ein kleines bisschen lost. Ich wollte mir ja ein Fahrrad ausleihen, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Aber der Shop passt nicht zur Google Location. Beziehungsweise es gibt eine Google Location, aber der Shop dazu gibt es nicht. Und da gibt es da so einen Shop mit E-Scooter ausleihen. Will ich aber per se erstmal nicht. Jetzt gucke ich mir mal einen anderen Bike Shop noch an. Mal gucken, wie es da so ist. Ja, und dann hoffe ich, dass ich halt irgendwann mal ein Fahrrad habe, weil ich jetzt auch nicht meine Zeit verschwenden und. Nur Strand heute muss ja auch nicht sein, also man kann auch ein bisschen was erleben. Oh Gott, mein Softgel. ich fahre ja hier um den Salzsee rum mit so einem Bike. Das ist so ein California E-Bike, keine Ahnung. Ich habe es nur mal bei Paul Ripke im Dings gesehen, dass er das bei seinem Paris Bike Club gedöns hat. Und es macht voll Spaß. Leute, ich sitze gerade im Schnitt, gell, und ich finde es gerade so lustig irgendwie, dass halt, dass ich da einfach mit dem Fahrrad da rumfahre, so von rechts, links und immer wieder rein und raus fahre. Dachte ich nicht, dass es so lustig aussieht, als ich das aufgenommen habe, aber gut. Gönnt euch das. Vor allem, ich habe ja noch im Weitwinkel aufgenommen und das Ganze sieht dann dadurch irgendwie noch lustiger aus. Achtung, gleich macht sie eine lustige Pose. Jawohl. Und fertig. Es ist so unfassbar ruhig hier. Ich bin erst halt mit dem Fahrrad gefahren und da war es halt so laut wegen dem Fahrrad selber. Dann bleibe ich hier stehen, bleibe hier länger stehen und denke so, wow, krass ruhig. Ich sag's, wie es ist, das hatte ich schon lange nicht mehr, dass es wirklich so ruhig um mich war. Ja, es sieht so aus, als bleibe ich heute Abend einfach mal hier drin. Ich bin jetzt, ja, seitdem ich wieder von meiner Biketour um den Salzsee oder Salt Lake rumgefahren bin, zurückgekommen wieder hier. Jedenfalls dachte ich, dass ich noch eventuell mit den Leuten von gestern essen gehen werde oder nochmal was machen werde. Aber wahrscheinlich nicht mehr so die Zeit. Und das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich habe mich jetzt um die Reise morgen früh gekümmert und werde jetzt mal ein bisschen anfangen, die Videos zusammenzuschneiden, die YouTube-Videos weitermachen. Genau, dann kann ich vielleicht noch eine Stunde gut dafür nutzen und dann werde ich vielleicht auch schon direkt schlafen gehen, weil das war Tag 1, war anstrengend, aber schön, und Tag 2 kommt morgen. Bye!